this is our moment. Always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment. 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 Moment. Oschers Leben. Mai 2021, DMV BMW 318 Ti Cup Rennwochenende Nummer 2. Czerny Motorsport mit den Titelträgern Florian Sternkopf und Kevin Walter beim Auftakt noch glücklos. Und hier mit der Attacke auf die Hockenheim-Doppelsieger Hampel Motors Rennsport. Also mein Name ist Henry Czerny. Ich bin unter anderem Teamchef beim Czerny Motorsport, Fahrer und Ideengeber für diese ganze Geschichte zum TI Cup. Ich bin Florian Sternkopf, bin Teamchef bei Czerny Motorsport zusammen mit Henry Czerny, bin Veranstalter vom DMV BMW 318 TI Cup und auch Fahrer am eigenen Team. Ich bin Thomas Plato, ich fahre bei Czerny Motorsport. Meine erste Saison im 318 TI Cup und meine erste komplette Motorsportsaison überhaupt. Hallo, ich bin Michael Stutzke, fahre für Czerny Motorsport und habe angefangen mit ein bisschen Leihkart zu fahren, auf einer Kartbahn zu arbeiten. Dann kommt man so in dieses Thema rein, lernt ein paar Leute kennen und irgendwann fährt man auf einer richtigen Rennstrecke, wo man sonst nur am Zaun stand. Und ja, und so kommt eins zum anderen und irgendwann ist man jetzt im TI Cup gelandet. Also ich habe als kleiner Junge, wie so viele, angefangen mit dem Kartsport. Bin Deutsche Kartmeisterschaft gefahren, bis irgendwann die Kohle alle war. War damals schon extrem teuer, heute ist es unglaublich. Irgendwann habe ich den Henry Czerny kennengelernt. Er hat eine Werkstatt bei mir um die Ecke und ist so Trackdays gefahren. Am Anfang hatten wir uns nicht so ganz überzeugen können voneinander. Ich habe so einen Arbeitskollegen, der immer gesagt hat, Mensch, geh doch mal zum Henry. Und ich habe gesagt, ja, diese Trackday-Fahrer, die gehen mir auf den Sack, die stehen nur im Weg. Der gleiche Kumpel hat zu ihm aber gesagt, geh doch mal zum Flo, der ist Rennfahrer. Und der hat gesagt, ah, die mit ihren Dacia Logans, die stehen mir nur im Weg, die gehen mir auf den Sack. Also so ziemlich das Gleiche und dann wollte man nicht so richtig. Und wie Florian schon sagte, gab es dann den Punkt, dass er mich besuchen musste in der Autowerkstatt. Und von dann waren wir von 0 auf 100. Wir sind, glaube ich, eine Woche später gemeinsam das erste Mal zum Ring gefahren, zum Lausitzring. Und ab dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass wir nicht im Rennauto gesessen haben oder über Motorsport gesprochen haben. Wir hatten einen Monat, bevor das Rennen in Hockenheim gewesen wäre, das erste Training. Samstag, Sonntag, ich bin ausgestiegen aus dem Auto beim letzten Stint, komme aus der Dusche und sehe auf einmal rechts auf der großen Betonfläche meinen Teamkameraden mit hängendem Kopf und hängendem Helm. Habe ihn gefragt, was los ist, und er sagt, Auto ist komplett Fratze. Ich komme gerade aus dem Medical Center. Also 10 Minuten bevor diese beiden Testtage abgeschlossen waren, war unser Auto im Prinzip Kernschrott. Und es war klar, dass wir eigentlich kein Auto haben werden fürs erste Rennen. Die Jungs im Team hatten richtig Stress, nochmal bis pünktlich zu Saisonbeginn ein neues, komplett neues Auto aufzubauen. So etwas dauert normalerweise mehrere Wochen oder manche bauen ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Und mit einer absoluten Gewaltleistung von Czerny Motorsport ist es den Jungs gelungen, mit irgendwie fast 400 Stunden Aufwand innerhalb von 4 Wochen aus einem normalen 318 Ti, wie er auf der Straße rumgefahren ist, ein Rennauto zu machen. Und das Auto sah wirklich 4 Wochen später wieder aus wie das zerstörte Auto und wir waren super glücklich. In Hockenheim haben wir leider die Punkte ganz knapp verpasst im zweiten Rennen. Es ist ein sehr starkes Mittelfeld und wir versuchen uns so gut wie möglich da zu behaupten und natürlich Punkte einzufahren. Leider sind wir nicht da angekommen, wo wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten letztes Jahr eine gute Saison und haben erhofft, dass wir auf Anhieb sofort wieder mit ums Podium fahren können. Haben im ersten Lauf ein bisschen Pech gehabt. Zweiter Lauf war gut, knapp am Podium vorbei, Vierter. Aber ich glaube, jetzt sind wir 6. an der Tabelle und ist absolut nicht da, wo wir hin wollten. Also muss jetzt nach vorne gehen. Und zwar zunächst im Qualifying. Nur 20 Minuten Zeit für die optimale Runde auf der 3,6 Kilometer langen Strecke. Im Kampf um den bestmöglichen Startplatz. This is our moment. This is
Derzeit P16, konzentrier dich. Gute Runde, Kevin. P4 aktuell. Du hast noch 2 Zehntel auf P3. Push, push, push. P18. Geht noch was? Wenn nicht, dann komm rein. Wechsel auf mich, ja. Schön mit dem Bier hier. Film mit dem Bier. Sieht aus wie die Sauftruppe. Hier so, oder? So sieht ein Alkoholiker aus, ne? Also das hier so im Helm verstecken. Nein, und so unauffällig. Also das Quali fing eigentlich schon vor dem Quali an. So 10 Minuten davor. Ich sag, 4 Minuten vorher rufe ich dich raus und tu so, als ob du hier stehen bleibst. Und dann fährst du einfach los. Und dann stand er da vorne, aber es waren ja irgendwie noch 4 Minuten zu fahren und der Marschall, der tobt und der sagt, was machst du denn hier? Und Kevin einfach, ja, keine Ahnung, egal. Und dann durfte er ganz nach vorne. Und der Janni aber sich direkt daneben gepresst, der kam aus dem Vorstartbereich. Wir hatten das Glück, dass das Hampel-Team das so ein bisschen versaut hatte. Also dadurch, dass die nicht damit gerechnet hatten, standen die so ein bisschen im Tumult. Es gab den ein oder anderen Abflug im Feld während des Qualifyings. Ich auch selber einmal, weil ich es noch ein bisschen besser machen wollte, hier in Kurve 1 gleich nicht ganz den Einlenkpunkt getroffen und einmal gerade ausgerodelt, über den Körb gedreht. Ich habe nur Micha gesehen, habe die große Staubwolke gesehen, habe mich gefreut, dass es kurz vorm Reifenstapel zu Ende war, der Ausritt. Aber nichts berührt, erster Gang rein, weiter geht's. Die Pole Position hat Janis Müllis geholt, der tatsächlich geschafft hat, den Sebastian Vollack zu knacken. Das erste Mal innerhalb von 2 Jahren, der fährt seit 2 Jahren hier immer die Pole Position in jedem Rennen. Und das ist schon echt beachtlich. Und dass wir also unter den Top 10 sind und ist unser Ziel und haben wir erreicht und damit bin ich schon glücklich. Auto heranbringen war in Hockenheim die oberste Devise und jetzt kann man vielleicht ein paar Prozent mehr Risiko gehen. Unser Teamkollege, der einen Platz vor uns startet, der ist bekannt dafür, dass er gnadenlos überholt, gerade im Startgetümmel. Und ich versuche mich mal dahin ranzuhängen und die Lücke zu nutzen, die er vielleicht auftut. Ja? Das ist so ein bisschen der Plan. Wir wollen eigentlich morgen erstmal hinterherfahren und hoffen, dass sich der Basti und der Janni so die Zähne aneinander ausbeißen. Natürlich den Theo nicht von hinten kommen lassen. Aber irgendwie wäre das Ziel schon so, einfach mitzufahren im Windschatten der anderen beiden und am Ende attackieren, also am Ende Feuer. Überraschungspole für Ioannis Smirlis vor Sebastian Vollack. Czerny Motorsport folgt mit Florian Sternkopf und Kevin Walter auf Platz 3. Ihre Teamkollegen Henry Czerny und Timo Kaul starten von Rang 9 ins erste Rennen. Smirlis Racing stark vertreten in den Top 10. Einige bekannte Gesichter stehen dagegen außerhalb der ersten 10. Auch Thomas Plato und Michael Stutzke mit Platz 20. Direkt hinter einem weiteren Czerny BMW von Stefan Hane und Klaus Weibel. Zuletzt Drivers of the Day in Hockenheim. Knapp dahinter ATT Racing. Ein Team direkt aus Oschersleben. Startplatz 22 für Marius Schäfer und Lennart Wolf. Rennzeit? 1 Stunde mit einem Pflichtboxenstopp zwischen der 20. und der 40. Minute. Gestartet wird rollend
mit 43 Autos. Ich habe irgendwie keine Leistung. Fünf Plätze gut machen. Bin von 20 auf 15 gefahren, was schon mal fast das Ziel war, wo wir hin wollten, weil ab 15 gibt es Punkte. Fahre die immer generell sehr, sehr eng und habe das Gefühl auch auf den Datenaufzeichnungen, dass ich da sehr schnell bin durch diese enge Linie, relativ früh ans Gas kann und da habe ich, glaube ich, nochmal zwei sogar geholt von den fünf und bin dann auf 13 vorgefahren. Für mich selbst lief das Rennen nicht ganz so gut. In der Einführungsrunde im ersten Rennen hatten wir einen technischen Defekt und schieden mit einem Motorschaden aus. Es stellte sich jetzt heraus, dass wir einen Zylinderkopfschaden haben. Der war nicht vorherzusehen und damit war das Wochenende beendet. Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn das Auto da vorbeifährt. In der ersten Runde, nicht mal eine Runde gekommen, raucht schon wie die Hölle raus. Katastrophe. Wir haben so starke Konkurrenz mit dem Sebastian Voller und Theo Überhaus. Der kleine Junge ist unglaublich. Wir sind echt gute Kumpels, aber auf der Strecke Helm auf und dann ist die Freundschaft vergessen, dann wird der Spiegel eingeklappt. Rennen 2 mit Reversed Grid auf den ersten 10. Florian Sternkopf und Kevin Walter damit auf Startplatz 8 und mit dem Dreifachsieger Sebastian Vollack im Nacken. Der Start diesmal stehend. Jetzt volle Attacke! Die haben mich in die Zelle genommen!
Verdammt, ist der schnell! Ich überfahre die Reifen nicht. Auto fängt leicht an zu untersteuern. Okay, dann jetzt Box, Box, Box. Ich komme jetzt rein, Box, Box. Jawohl, B1, jetzt weiter Feuer. Ohne Grund. Schön, dass du bereit warst. Komm mal! Kevin, achte auf die Zeit und auf die weiße Linie. Thomas, wir haben den Luftdruck angepasst. Wie fühlt es sich an? Stand auf B2 sind 2 Sekunden. Keine Zeit zum Ausruhen. Rechts, die Hinterachse verliert total Grip. Ah, fuck, ich bin abgeflogen. Ein Auto fährt noch, ich komm raus. Letzte Runde, wohin hier? Ich glaube, es gibt nicht viel zu sagen. War ein perfektes Wochenende. Einmal Platz 2, einmal Platz 1. Das ist aber mega zufrieden. Ich habe das schon mehrfach erzählt. Unser Ziel war Top 3 und wir haben es einfach übertroffen. Wir haben echt einen super Sonntag gehabt. Gestern war schon okay. Da, wo wir hin wollten, Platz 3 in der Quali. Und heute dann voller Attacke, Rennen 1, Platz 2 und Rennen 2 sogar gewonnen. Bisschen ärgerlich für die Favoriten und vor allem die Meisterschaftskonkurrenten. Der Sebastian Vollack ist ausgefallen, der Ioannis Smüls hat kurz vor Ende auch noch einen Motorschaden gehabt, ist dann nur auf Platz 8 und Ziel, hat sich noch gerettet mit so einem humpelnden Auto. Aber alles in allem sind Motorsportler Egoisten und wir freuen uns, dass wir jetzt extrem aufholen konnten. Der Start war wirklich sehr eng. Ich im Sandwich in der Mitte mit 2 eingeklappten Spiegeln aus der ersten Kurve gekommen. Ich wusste nicht, was hinten passiert. Der Innenspiegel ist so gut wie unbrauchbar, weil wir den Heckflügel hinten in der Heckscheibe haben und man sieht sehr wenig. Ich konnte mich dann so, was ich im Spiegel gesehen habe, von den Nachfolgenden etwas lösen und konnte mich freifahren und konnte dann wirklich Linie fahren und mich absetzen und das war, glaube ich, eine gute Grundlage für unsere gute Position. Also es ist nie einfach. Ich stehe in der Startaufstellung, im stehenden Start, was den linken Fuß auf der Kupplung, so halb am Schleifpunkt schon und mein Knie zittert wie die Sau. Ich echt richtige Probleme gehabt. Ich habe einen mega Start erwischt. Mehr Glück in so einer Situation, wenn der ganze Körper gar nicht weiß, wohin. Aber der Start war mega. Ich habe gleich am Start, glaube ich, 2 oder 3 Autos kassiert aus dem stehenden Start. Und dann waren ja nur noch 4 Autos vor mir und dadurch, dass das ein Reversed Grid ist und die schon dann 6, 7, 8, 9, 10. Leute sind so, der sind dann Ticken langsamer als du und dann geht es auch relativ gut vorbei. Zumal die untereinander auch noch kämpfen, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in der Karre fährt, aber hat gut geklappt. Also ich bin schon sehr enttäuscht, aber da ein technischer Defekt ist und ich mein ganzes Leben lang Techniker bin, weiß ich, man kann nichts dafür, man steckt auch nicht drin und Rennautos werden schon sehr stark gequält. Es ist okay.
Ja, wir haben mal einen ordentlichen Schluck aus der Punktepulle genommen, sagt man so schön. Wir sind sehr happy, Auto ist heil. Ja, kleine Beschädigung, vorne links fehlt der Blinker, Kotflügel hat eine kleine Delle. Die üblichen Schrammen, was im Cup so passiert. Ich bin mega glücklich mit den Jungs. Absolut über den Erwartungen. Eigentlich auf jeden viele Punkte gut gemacht. Sind jetzt, glaube ich, 10 Punkte hinter Basti. Dritter Platz jetzt in der Meisterschaft, also einen Riesensprung gemacht. Wir können eigentlich nur zufrieden sein und jetzt weiter voller Attacke. Der Kampf geht auf dem TT-Circuit Assen weiter. Die Cathedral of Speed erwartet den DMV BMW 318 TI Cup zum dritten Rennwochenende des Jahres. Zum nächsten Race for the Moment.